Gott, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem, was fahren wir? Ford Mondeo. Fokus. Opel Corsa 1-2er mit 56 PS, 3 Turboladern und 2 Bar Luftdruck. Mit an Bord sind hier heute im Studio Jonathan, die Antilope und Lukas, der kleine Molch. Wir fahren jetzt gerade hier Zwickau Süd rein. Bisher DJ Jonathan aus Braunsrote Nord ganz gute Arbeit geleistet. Zwischenzeitlich hat er mich ein bisschen hängen lassen, aber es geht. Oh, ist das ekelhaft. Ja. Jonathan, wo fahren wir heute hin? Wir sind schon in Zwickau. Für was steht das S in Zwickau? Fahrschule. Sex, Suff und Simpson. Richtig. Und was machen wir in Zwickau? Ja, wir holen jetzt gleich Rickert und Martin Leukert ab von ihrem Superhotel. Ich hoffe mal, die haben ihre Hitler-Doku jetzt schon fertig geguckt und bringen uns ein bisschen was vom Frühstück mit. Und dann fahren wir zu Langtuning und hoffen mal, dass die ein bisschen was reißen mit dem 2-Zylinder. Übrigens, Grüße gehen raus an Burger King Melling. Wenn ich da um 7 Uhr vor der Tür stehe und ihr erst um 8 Uhr öffnet, könnt ihr keinen Umsatz machen. Die Bullen. Servus. Ich helfe nicht schon wieder alles. Gaffel. Der 6er Dreh. Gute Fahrt. Na, seid ihr froh? Gestern war harter Abend. Weil? Ich war harter. Okay. Ja, ist auch gar nicht eng. Ist gar nicht eng hier hinten. Ja, es ist gar nicht eng. Wir haben Beinfreiheit und Dosenbier. Hey, Fester Schatte, Service eben. Rechts, links, oben, unten. Links. Mitte. Da komm ich da nicht ran. Fahr in den Wald. Da musst du auch aufpassen. Oh, in den Bach. Ja, hier ist alles frei. Boah. Mach mal schnell. Gib Gas. Boah. Kann ich nicht sehen, Mann. Rechts hupen und links blinken. Hey, hörst du, dein Auto klappert? Mach dir keine Angst. Ich fahr nachher bei Martin mit. Geht nicht. Ich hab nur 2 Sitze drin. Ja. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Oh, ist das ekelhaft. Schmeckt das auch? Schön widerlich. Schmeckt's? Ey, das schmeckt total scheiße. Handys weg, hier ist Handyverbot. Die guten alten Anus-Sticker. So, geht jetzt einer rein oder soll ich reingehen? Muss einer raus? Ich würde rausgehen. So, jetzt. Weil der Firma ist. Ich jetzt ganz lang rein. An und Jas. Und erstmal durch Zwickau eine Runde. Ich hätte auch erstmal an der Kette angefasst. Man muss doch gucken, ob das stimmt. Ey, jetzt, das stinkt. Das ist jetzt nicht. Ja, aber was frisst du auch so komisches Fertig-Sandwich? Ja, wenn die Hunger haben. Da kotzt du wieder das alles raus. Nee. Du hast dich wieder nicht unter Kontrolle. So, los. Fahr erstmal warm hier auf dem Gehweg. Oh, ich hätte halt so 70 schon so den Namen. Jeder mal aus dem Bild. Mach einen Strich drüber. Buddy! Richard, wo sind wir denn hier? Wir sind in Zwickau. Ja. Beim Langtuning-Wintertreffen. Mhm. Aber wir haben keinen Winter. Das Ding ist halt selber zugelassen, nur weil das Ding so zittert. Und wir haben schon eine Spende begeben, trinken jetzt Bier. Eine kleine Spende. Ich habe ein Brötchen gefressen und wir gucken, was jetzt hier heute hier bei rumkommt. Hast du raue Lippen? Ja. Da müssen wir nochmal Labello auftragen. Okay. Ja, so eine Art hätte ich nicht. Verstehe ich. Das ist echt eine Blamage. Dass Richard Fanta Exotik trinkt. Den empfehlen wir Birne. Birne soll den kaufen. John Enke, dein Zylinder steht wieder zum Verkauf. 85er. Ruf bitte nicht an. Ruf an. Ruf an. Ruf mich an. Ich habe deine Nummer. Er hat deine aber nicht. Ach du, weil er mich so. So, Martin, wir haben jetzt mal ein Moped gefilmt. Bist du jetzt dran?
Ich denke. Gut, es liegt auch keiner mehr durch. Bist du aufgeregt? Bisschen. Was denkst du, schätzungsweise Leistung? Bei der nicht wirklich viel. Vielleicht 19. 19. Vielleicht. 19, okay. Halt Leute, auf die Verlass ist, und das ist zum Beispiel Normin. Geil, Alter. Ich bin komplett Fan, gib mal drei. Schöne Gimmi, Alter. Da freue ich mich, Normin. Hast du die auch mitgeholt? Die wollen meinen Ausweis sehen. Und? Bist nicht durchgekommen, da muss es Rocky go. Norm. Willst du mir mal eigentlich erzählen, du hast es falsch rum. Da steht sogar dein Name drauf, oder? Ich habe es in der dritten Klasse bemalt. Dann ist mir vor einem Jahr oder so mein Portemonnaie kaputt gegangen, weil es aus Leder ist. Da dachte ich mir, nimmst du das? Das hat einen Reißverschluss. Da bleibt alles drin. Weil jeder, der ein Lederportemonnaie hat, kennt das. Das Kleingeld fliegt raus. Und hier, es ist einfach alles. Es beinhaltet all in one. Es beinhaltet sogar meinen Organspendeausweis. Warte mal, aber du bist du Organspender? Aber du hast. Das ist. Ihr braucht. Ist es eine Tablette? Mein Antibiotika! Erzähl doch jetzt einfach was. Ich habe nichts zu erzählen, aber ich bin ein Fan von Ollister. Ja, sag nochmal sagen, ich hab's Mikrofon. Du hast Mikrofon? Ich hab's Mikrofon. Weil die gar kein Dildo? Nee. Dildo gibt's heute nicht. Wo bleibt denn der? Hey, aber wie gefällt's dir hier? Einwandfrei. Ist top, ja? Werd extra. Schieß los. Ich bin der John und ich bin der größte Fan von Ollister 94. Gut Kick jetzt so. Ja, warte. Gut Hashtag 94, ja. Gutes Bier. Und du freust dich, hier zu sein? Ey, das gehört dem Ollister. Ich bin dafür verantwortlich, dass das hier nicht lang geht. Ich brauche aber ein bisschen Bier. Mensch. Treiber, hast du auf dem Disco-Parkplatz gekackt? Alter. Hakle Ultrasoft. Beste Scheiße aus Papier. Diska, Grüße. Und wer bist du? Kennt man dich? Ab jetzt, Mensch. Ich will wissen, wer du bist. Jawohl, Martin! Geh nach vorne! Du musst nach vorne! Schnauze jetzt! Dich kennt keiner! Halt mal die Klappe jetzt, so. Mann! Alle, die hier erkranken möchten von Klimabälle, die können das gerne hier von uns ausdrucken lassen, gar kein Problem. Und wir werden dann auch nochmal die Design stellen, wenigstens die ersten drei miteinander vergleichen. Mach deine Kamera kaputt, ich dachte, du scheiß echt zu. Was suchen wir denn jetzt hier? Ringer holt jetzt noch das Mobile. Und dann? Ich will noch das Diagramm holen. Okay. Welcher Platz bist du geworden? Vorletzter. Ist top. Besser als ich letzte Woche. Schon 60er ist top. Es ist echt schon in der 70er Klasse. Ist das top? Ja, wunderbar. Wunderbar. Traum. Warum bist du eigentlich hier? Wegen zwei Dichtungsringen. Ja, drei Fälle. Und der säuft, Alter, und fährt. Schlimm, ey. Schwul. Halt doch mal die Fresse hier. Hallo. Damit wir eh mal ein Moped im Video haben. Schön. Ich fasse es auch nochmal an. Ja, hast du? Wo kriege ich nun jetzt den geilen Pullover her? Also pass auf, du musst ja eigentlich nur herkommen wegen Kaninchenfutter. Na, und dann kaufst du hier bei eBay Wollpullover und dann hast du hier so ein schickimicki Jersey. Kann nur meine geben. Schön.
Ja. Top. Wo ist die Panasonic-Mütze? Die Panasonic-Mütze ist... Hat sie umgefallen, Urkosten da. Musste weg. Also ist sie nur, nun von Radladern, Radfahrern? Von der ja. Tour de Le Mans? Ja, hab ich, ich war dort und da hab ich... Wer ist das eigentlich? Den kennt keine Sau. Ich danke dir, wunderschöne Toilette, dass du so top gehalten hast. Hast du eine Wurst gelegt oder was? Nee, ich hab erzählt mit mir selber. Wo ist mein Bier? Das ist dein Bier. Aber ich muss jetzt auch erstmal. Dann soll ich deins halten? Das wäre lieb, ja. Ich geh rein, gib alles. Das willst du? Sag doch jetzt einfach was, wie schön es hier ist. Ja. Ich muss sagen, ja gut, jetzt steht hier der Halbkreis schon um mich rum. Jetzt kann ich mal so richtig frei reden. Auf jeden Fall, Freunde. Wer heute nicht hier war, hat auf jeden Fall was verpasst. Die Kumpels waren da, die haben sich ein Ohr geholt. Viele Leute waren da, viele Minderjährige waren da. Ja, alles in allem gelungenes Treffen, würde ich sagen. War auf jeden Fall ein cooles erstes Treffen dieses Jahr. Und ich hoffe, wir haben dieses Jahr eine geile Saison. Mach Winke, Winke. Bitte Teletubbies. Top. Und deswegen gibt es wahrscheinlich nicht so. So, jetzt kannst du das hier machen, vor der Toilette. Vom Dreh. Stell dich einfach hier hin. Vom Drehteller. Willst du noch nebenbei die Burger King Packung? Nein, nein. Ich muss weg. Hey, da ist noch was drin. Hä? Richard, dazu, sag, stellt euch doch einfach in die Runde. Was sagen wir jetzt? Tschüss. Es war wieder mal schön, dieses Jahr. Sind Sie sehr zufrieden? Nächstes Jahr ist nicht mehr. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich nicht mehr sein. Weil alle hin. Da, weil es wurde hingekotet am Tisch. Nein, ich muss das so sagen. Es wurde fleißig auf den Prüfstand gespielt. Es wurde fleißig gegessen und fleißig gekotet. Geh jetzt raus. Schön. Resümee. Ja. Resümee, du hast deine fetten Nuggets wieder. Es war top. Ja. Eventuell nächstes Jahr wieder. Und die bleiben jetzt mehr Alkohol. Die bleiben jetzt in deinem Magen drin diesmal. Gell? Ja, und lass nicht zwischen. So. Richard, wink nochmal. Tschüss. Tschüss. Kacke.